Hallo und herzlich willkommen zu Peaceful Eating, deinem Podcast für eine natürliche und kraftvolle Ernährung. Mein Name ist Martina Schlüter, ich bin Ernährungscoach und ich helfe Frauen dabei, ihren ganz eigenen Ernährungsstil zu finden. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du deine Ernährung im Alltag etwas gesünder gestalten kannst, ohne gleich deine gesamte Ernährung umstellen zu müssen. Das klingt gut für dich? Dann bleib dran und bis gleich. I wanna talk to you. I gotta talk to you. Als Ernährungscoach bekomme ich täglich sehr viele Fragen und heute soll es einmal darum gehen, wie du im Alltag einfach gesünder lebst, ohne gleich deine gesamte Ernährung umstellen zu müssen. Weil das ist eine Frage, die ich sehr häufig gestellt bekomme. Viele setzen sich mit ihrer Ernährung irgendwann im Leben etwas genauer auseinander und möchten einfach so ein bisschen was verändern, aber sie möchten gleich nicht alles, ihre ganzen Gewohnheiten kippen. Sie möchten erstmal so ein bisschen reinfühlen und so ein bisschen etwas tun, aber eben noch nicht so ganz radikal. Und da gibt es immer wieder die Frage, gibt es nicht ein paar Stellschrauben, an denen ich drehen kann, ohne gleich meinen gesamten Kühlschrank auszuräumen? Und das ist, finde ich, immer ein so toller und ein so wertvoller Ansatz. Und natürlich gibt es da ganz viele Stellschrauben, an denen man drehen kann, ohne gleich alles zu kippen in der eigenen Ernährung. Und der wichtigste Punkt hat in erster Linie gar nicht so viel mit der Ernährung zu tun, obwohl irgendwie schon, aber nicht direkt. Viele sind sehr überrascht, wenn ich sage, schlafe genug. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil der Schlaf ist einfach unheimlich wichtig für uns. Wer nicht genug schläft, der neigt nicht nur dazu, dass er am Tag müde ist und dass die Power fehlt, sondern wer wenig schläft, bekommt einfach auch schneller Lust auf Süßes. Weil du kannst dir vielleicht vorstellen oder vielleicht kennst du das, du hast wenig geschlafen, also ist ein Bedürfnis von dir nicht ausreichend gestillt worden. Und das spürt man natürlich den ganzen Tag über. Gerade junge Mütter können davon ein Lied singen, wenn man wenig schläft und dauerhaft zu wenig schläft, ist der Körper einfach nicht ausbalanciert und es kommt einfach dazu, dass ein Schlafmangel entsteht. Wenn man mal so ein bisschen zu wenig Schlaf bekommt, kann das der Körper wunderbar kompensieren. Aber wer regelmäßig zu wenig schläft, und das ist einfach in unserer Gesellschaft, denke ich persönlich, ein großes Problem. Morgens muss man irgendwie früh raus und man ist müde und man nimmt sich vor, früher ins Bett zu gehen. Dann nimmt der Tag aber seinen Lauf und man hat später Feierabend und dann kommt eins zum anderen. Und dann kommt man doch meistens nicht so ins Bett, wie man sich das vorgestellt hat. Also es gibt viele Menschen, die einfach zu wenig schlafen und falls du auch dazu gehörst, dann ändere das auf Dauer. Das heißt jetzt nicht, dass du abends um 8 ins Bett gehen musst zwingend, weil manchmal möchte man natürlich auch noch andere Dinge im Leben tun. Trotzdem sollte man gucken, dass man wirklich ausreichend Ruhe und Schlaf bekommt, weil nur so bekommt der Körper auch, was er braucht. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, um in der Balance zu bleiben. Weil, wie schon gesagt, ein Körper, der an Schlafmangel leidet, ist einfach nicht ausgeglichen, ist nicht in seiner Balance. Und so kann es dazu kommen, dass einfach aus Müdigkeit übertrieben viel oder etwas mehr gegessen wird. Jedenfalls mehr, als man braucht. Und wenn du dich auf Dauer gesund ernähren möchtest, dann sorge dafür, dass dein Körper in Balance ist. Und dazu gehört auf jeden Fall, dass du genug schläfst. Auch noch eine gute Maßnahme ist, sich einigermaßen feste Essenszeiten zu schaffen und so ein bisschen einen Rhythmus zu bekommen, sodass der Körper auch weiß, okay, in bestimmten Abständen werde ich gut versorgt und das sorgt auch im Körper für ein großes Wohlbefinden. Natürlich sieht bei vielen Menschen nicht jeder Tag gleich aus. Du kannst ja mal für dich überlegen, ob du so ein bisschen auch einen Rhythmus hast, ob du einigermaßen feste Arbeitszeiten hast. Geh einmal in dich oder schreibe auch einmal kurz auf, wie ist eigentlich so dein Tagesrhythmus. Das ist natürlich ein bisschen einfacher, wenn der Tag so ein bisschen Struktur oder so ein bisschen Rhythmus hat. Manchmal ist es ja auch so, dass durch einen Job, der vielleicht Schichtdienst oder auch Wechseldienst mit sich bringt, da so kein bestimmter Rhythmus drin ist. Aber wenn du da so ein bisschen Rhythmus reinbringen kannst, dann ist das auf jeden Fall für dein Leben und für dein gesundes Essverhalten sehr, sehr förderlich.
Weil wir Menschen sind Gewohnheitstiere und auch der Körper, der stellt sich so ein bisschen ja auf das Leben ein. Vor allem auch gewöhnt er sich an eine regelmäßige Nahrungszufuhr. Du wirst es auch kennen, vielleicht hast du schon so deinen bestimmten Rhythmus und dann ist der Körper zu einer gewissen Zeit meistens auch hungrig oder er weiß, okay, es kommt gleich was zu essen, ich kann hier ganz cool bleiben. Hat man vielleicht keinen bestimmten Rhythmus und hat man manchmal auch lange Phasen, wo man vielleicht nicht zum Essen kommt oder wo man nicht isst, sprich man hat einfach wenig, wenig Rhythmus, ist der Körper immer so ein bisschen in Alarmbereitschaft, weil er einfach nicht weiß genau, wann er Essen bekommt oder wann mit der nächsten Mahlzeit zu rechnen ist. Solltest du keinen richtigen Essensrhythmus haben, dann versuche einfach mal ein bisschen Struktur reinzubringen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, gerade nicht, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist oder gerade nicht, wenn jeder Tag so ein bisschen anders aussieht. Aber auch da kann man so ein bisschen mehr Struktur reinbringen. Und wenn der Körper genau weiß, okay, dann und dann kommt was, dann drückt der Körper meistens auch nicht so auf die Alarmglocke. Und wenn du etwas mehr Rhythmus in deinen Alltag und in dein Essverhalten reinbringst, dann muss das nicht unbedingt an einem gedeckten Tisch sein. Es muss nicht unbedingt alles immer am selben Ort stattfinden. Es kann auch sein, dass du dir angewöhnst, Mensch, wenn ich am Tag von A nach B fahre, wenn ich zum Beispiel Feierabend habe und ich fahre nach Hause und ich habe vielleicht einen längeren Nachhauseweg, dann kann ich mir vielleicht angewöhnen, im Auto auf dem Weg nach Hause zwei Äpfel zu knabbern, mir eine Banane mitzunehmen oder ein paar Nüsse zu snacken oder was auch immer. Oder auch wenn du mit der Bahn nach Hause fährst, vielleicht kannst du dir einen kleinen Snack mitnehmen, so dass man sich so bestimmte Rhythmen einfach angewöhnt. Also ein bisschen mehr Rhythmus, ein bisschen mehr regelmäßiges Essen in den Alltag bringen. Damit lebt man auf jeden Fall gesünder, ohne gleich die ganze Ernährung umzustellen. Über den nächsten Punkt wirst du dich wahrscheinlich gar nicht wundern, und zwar trinke viel stilles Wasser über den Tag verteilt. Das hat die Vorteile, dass der Körper und die Zellen unheimlich gut mit Wasser versorgt sind, und wir müssen einfach dafür sorgen, dass der Körper gut gewässert, dass der Körper gut hydriert bleibt. Weil oft haben wir das Gefühl, ja, ich trinke eigentlich ganz okay, ich trinke einigermaßen genug. Aber der Körper braucht täglich einiges an Wasser. Und gerade auch wenn du Kaffee trinkst oder auch schwarzen Tee oder auch Getränke zu dir nimmst, die eher dehydrierend wirken, dann gewöhne dir an, immer noch ein paar Schluck mehr stilles Wasser zu trinken, weil du hilfst damit deinem Körper unheimlich. Unser Körper, das weißt du bestimmt, hat einen hohen, hohen Wasseranteil. Und um den zu halten, musst du natürlich regelmäßig trinken. Der Körper braucht das einfach, um die ganzen Zellen zu versorgen, um vor allem das Gehirn zu versorgen. Weil was passiert, wenn du zu wenig trinkst? Die Leistungsfähigkeit nimmt unheimlich ab, die Konzentration nimmt ab und dann nimmt auch somit dein Wohlbefinden ab. Deswegen ist es so wichtig, viel, viel zu trinken. Und gerade wenn es draußen warm ist und die Tage auch wärmer werden oder vielleicht hast du gerade ein Baby bekommen und du stillst, dann ist natürlich einfach der Wasserbedarf des Körpers viel, viel höher. In meinem Ernährungscoaching merke ich immer wieder, dass tendenziell zu wenig getrunken wird. Und das schwächt den Körper auf der gesamten Ebene. Natürlich kann man so über die Runden kommen, aber viele Kundinnen von mir berichten mir, wenn ich ihnen sage, Mensch, versuch doch mal so ein bisschen mehr stilles Wasser zu trinken über den Tag verteilt. Versuch mal hier ein halbes Glas mehr und da ein paar Schluck mehr. Dann wird mir immer berichtet, dass es ihnen damit viel, viel besser geht. Und deswegen achte darauf, dass du viel stilles Wasser trinkst und es sollte wirklich auch Wasser sein. Viele fragen mich auch, Mensch, geht nicht Apfelschorle? Ich trinke nicht so gerne stilles Wasser oder geht nicht Eistee? Nein, ich würde mir auf jeden Fall angewöhnen, stilles Wasser zu trinken. Natürlich kann man auch einen ungesüßten Kräutertee trinken oder sich einen Spritzer Zitrone ins Wasser machen, keine Frage. Aber ich würde mir schon angewöhnen, wirklich stilles Wasser zu trinken. Für viele ist das am Anfang so ein bisschen schwierig, mehr zu trinken, aber auch das ist einfach eine reine Gewohnheitssache. Natürlich gibt es da irgendwann so eine gewisse Grenze, irgendwann schafft man natürlich auch nicht mehr, aber wenn man versucht, da ein Glas mehr zu trinken und hier nochmal einen Schluck mehr, dann ist das wirklich ein großer Gewinn für den Körper.
Und als nächstes versuche einfach echte Mahlzeiten zu essen. Viele sind ja Snackmeister oder Zwischendurch-Essmeister. Natürlich, wenn man Hunger bekommt, kann man es nicht anders lösen, es sei denn, man ist zu Hause oder man ist gleich zu Hause. Viele von uns snacken sehr, sehr viel. Manchmal wird auch mehr gesnackt als Hauptmahlzeiten zu sich genommen. Und ich bin immer ein großer Fan, wenn du merkst, dass du Hunger bekommst. Und es gibt ja immer noch so ein bisschen einen Unterschied zwischen das Hungergefühl beginnt jetzt oder ich habe jetzt riesen, riesen, riesen Hunger. Dazwischen ist ja noch eine Spanne. Also wenn du merkst, du bekommst so langsam Appetit und das geht jetzt langsam auch schon in Richtung Hunger, also du hast Appetit und möchtest demnächst etwas essen, frage dich einfach, ist es realistisch, dass ich in der nächsten halben Stunde mir was richtig Gutes zu essen machen kann? Und manchmal ist die Antwort ja, ich bin in 20 Minuten zu Hause und da habe ich meine Küche und eventuell habe ich mir was vorbereitet. Ja, es gibt die Möglichkeit, etwas Richtiges zu essen. Dann trink vielleicht etwas und warte mit dem Essen etwas, sodass du eine richtige Mahlzeit zu dir nehmen kannst. Manchmal ist das auch unrealistisch, weil man hat erst in 3 Stunden irgendwie Arbeitsschluss und dann fährt man noch nach Hause. Dann ist natürlich klar, dass man einen Snack zu sich nimmt, um die Zeit bis zum richtigen Essen zu überbrücken. Aber manchmal passiert Folgendes: Es wird sehr viel gesnackt. Vielleicht wird sich auch schon mit Brötchen oder so Zwischenmahlzeiten so ein bisschen satt gegessen. Das füllt auch erstmal so ein bisschen den Magen, ist aber recht unbefriedigend, sodass du immer noch das Gefühl hast, ach, ich muss was essen, ich brauche gleich was Richtiges zu essen. Und wenn du dann ausreichend gesnackt hast und dann kommt noch die Mahlzeit hinzu, werden ganz oft einfach zu viele Kalorien zu sich genommen. Das kommt natürlich stark darauf an, was man jetzt gesnackt hat, aber oft kommt es hierdurch zum doppelten Essen sozusagen. Natürlich kann das mal sein und natürlich ist das auch besser. Du sollst natürlich niemals Hunger haben. Vielleicht mal so ein bisschen durchhalten kann man mal. Wenn ich zum Beispiel manchmal von einem Termin komme und merke, ich bekomme Hunger, dann trinke ich erstmal im Auto was. Eventuell esse ich auch einen Apfel, weil ich habe mir was mitgenommen und dann kann ich so ein bisschen überbrücken. Appetit darfst du natürlich hier und da mal haben, aber du solltest dich natürlich nie quälen und nie Hunger haben. Das ist ganz klar. Aber wenn du es irgendwie einrichten kannst, gleich etwas Richtiges zu essen und das Snacken zu vermeiden, dann solltest du das tun. Weil mit einer vollwertigen Mahlzeit gibst du dem Körper, was er braucht. Du schaffst nicht nur einen Übergang mit so einem kleinen Zwischensnack, sondern es ist gleich deine Mahlzeit, die dich absolut befriedigt, die dich satt macht und wo du auch erstmal Ruhe hast von dem Thema Essen. Weil wenn du eine richtige Mahlzeit gegessen hast, bist du erstmal durch mit dem Thema und du hast einfach Ruhe, dein Körper hat das, was er benötigt und du kannst dich wieder anderen Aufgaben widmen. Und deswegen prüfe immer für dich selber, muss jetzt dieser Snack sein? Wann kann ich das nächste Mal richtig essen? Und wenn du richtig essen kannst, dann solltest du das auf jeden Fall immer tun. Der Alltag ist ja manchmal ganz schön holprig. Es gibt viel zu tun, es kommen viele Dinge dazwischen. Und am Morgen haben wir uns noch vorgenommen, hey, heute ernähre ich mich wirklich ein bisschen besser. Aber dann merken wir oft, es ist gar nicht so einfach. Ich kenne das natürlich auch. Mein Tag ist auch oft voll mit Dingen. Aber eine Sache, die mir auch sehr, sehr hilft, und vielleicht hilft sie auch dir, plane deine Mahlzeiten und dein Essen. Das heißt, setze dich einmal hin, checke mal deine Woche, wo kommen viele Termine aufeinander? Gibt es Tage, wo du gar keine Zeit hast? Dann nimmst du dir kurz einen Zettel und machst einen Wochenplan, wann du ungefähr welche Mahlzeiten essen willst. Oder worauf hast du Appetit und an welchem Tag kann es zum Beispiel deine Lieblingsmahlzeit geben? Schreibe das einfach grob auf, mach dir einen Essensplan und notiere dir gleich deine Einkaufsliste. So sorgst du nämlich immer dafür, dass du einfach einen gewissen Überblick hast, welches Gericht oder welches Rezept du an welchem Tag kochst. Dann nimmst du dir etwas Zeit, kaufst deine Nahrungsmittel ein oder lässt sie dir auch einkaufen. Und damit sorgst du vor allem für eins, dass du immer gute und gesunde Nahrungsmittel im Haus hast. Weil das ist so wichtig. Oft scheitert einfach eine gesündere Ernährung im Alltag an der Zeit und
Oder weil wir ganz schön ungeplant sind, weil wir manchmal denken, das machen wir irgendwie nebenbei und man hat schon einen guten Einfall, wenn man nach Hause kommt. Ja, vielleicht hat man den, aber vielleicht ist dann der Kühlschrank leer. Und oft ist es so, wenn man nach Hause kommt oder wenn man schon mal einen Parkplatz gefunden hat zu Hause, dann hat man meistens auch nicht mehr Bock, so viel loszugehen. Und dann passiert oft Folgendes. Vielleicht snacken wir uns durch den Abend dann mit Salzstangen, Chips und Keksen. Also wir füllen unseren Magen wieder mit Zwischenmahlzeiten, die dem Körper nicht das geben, was wir brauchen und die uns auch nicht wirklich befriedigen. Oder wir bestellen Pizza, das ist ja auch mal ganz lecker und das ist auch völlig okay. Aber natürlich, wenn man das öfter macht, hat man abends keine ausgewogene, gute Mahlzeit. Und auch wenn auf der Pizza viel Gemüse ist, ist es meistens kein vollwertiges, gutes Essen. Und es gibt natürlich ja auch starke Qualitätsunterschiede, klar. Außerdem sind Essensbestellungen einfach eine teure Angelegenheit. Und wenn man mal ehrlich ist, für den Preis, für den man bestellt, kriegt man meistens kein hochwertiges Produkt. Und letztendlich kann man das auch mal machen. Ich bestelle mir auch manchmal was, wenn irgendwie nichts mehr geht. Ich denke manchmal auch, Mensch, lieber jetzt was bestellen und dann habe ich meine Ruhe. Und wenn du dich jetzt hier etwas wiedererkannt hast und sagst, ja, auch ich bestelle irgendwie öfter jetzt abends, als ich das eigentlich möchte, dann plane dein Essen gut, kaufe einfach regelmäßig das ein, was du benötigst. Und einen guten Tipp habe ich auch noch. Lerne ein paar Gerichte zu kochen, die richtig, richtig schnell gehen. Es gibt nämlich mehrere Gerichte, die du auch gut kochen kannst, auch wenn du total kaputt bist und keinen Bock mehr hast, dir was zu machen. Es gibt immer ein paar Gerichte, die sehr, sehr schnell gehen, die viel besser sind als die Bestellungen, die du bekommen würdest und die einfach viel gesünder sind. Also versuche dein Essen besser zu planen, sodass du immer gute und leckere Lebensmittel im Hause hast. Und jetzt kommt auch noch ein sehr wichtiger Punkt, um gesünder im Alltag zu leben und der auch große Auswirkungen auf deine Ernährung hat. Stress und gerade emotionaler Stress ist oft ein Grund, warum gegessen wird. Wir alle irgendwie kennen das. Wir sind so ein bisschen angeschlagen. Der Tag war vielleicht nicht einfach und viele neigen dazu, dann gleich die nächste Eisdiele anzusteuern oder Mensch, der Tag war richtig, richtig doof. Ich fahre jetzt nach Hause und dann schnappe ich mir einen riesen Eispot und dann gehe ich einfach auf die Couch und ziehe mir den rein und dann geht es mir schon so ein bisschen besser. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und auch wenn du einen richtig, richtig vollen Tag hattest und vielleicht ziemlich doll unter Zeitdruck gestanden hast, dann ist es auch so, dass dein Essverhalten meist ein ganz anderes ist, als wenn du vielleicht einen Tag hattest, der gar nicht so stressig war oder wo du abends sagst, nö, mir geht's gut, das war heute völlig okay. Also Stress hat eine ganz große Auswirkung auf unsere Gesundheit und auch auf unsere Gefühle und somit auch auf unser Essverhalten. Und das darf man wirklich nicht unterschätzen, weil es ist ja so, wenn man auch mal die Menschen fragt, ziemlich viele Menschen fühlen sich gestresst. Und viele meiner Kunden berichten mir auch, ja, meine Woche ist ziemlich belebt, die ist schon sehr, sehr anstrengend und ja, ich habe auf jeden Fall viel Stress. Und da muss man natürlich gucken und da muss man einfach auch gegensteuern. Und wenn du auch jemand bist, der sagt, ja, meine Woche ist echt stressig und ich habe eigentlich täglich sehr großen Stress, jedenfalls empfinde ich das so, dann rate ich dir, regelmäßig kleine Auszeiten zu nehmen, öfter Entspannungsübungen zu machen. Das können auch kleine Spaziergänge sein, das kann auch am Abend nochmal der Gang zum Supermarkt sein. Viele Menschen setzen sich auch gerade jetzt mit Meditation auseinander. Man kann aber auch Traumreisen oder andere Entspannungsübungen machen. Aber ich finde es auch sehr wichtig, öfter und regelmäßig runterzufahren. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich weiß, ist schön und gut, ich sollte mich einfach mehr entspannen, geht aber nicht, ich habe keine Zeit. Dann frage dich wirklich, wie du dich fühlst und ob du wirklich, wirklich mit dauerhaftem Stress und mit den ganzen Symptomen leben möchtest. Na klar, kann man mal hier und da Stress haben. Und wir kennen das alle. Manche Tage sind eben stressiger und darauf folgen dann wieder ein paar Tage, die ruhiger verlaufen. Aber wenn du so auf Hochtouren läufst, dass du das Gefühl hast, du hast gar keine Zeit, dir auch mal Auszeiten zu nehmen, dann solltest du ganz dringend etwas ändern.
Weil wenn du einfach so unter Stress bist, hat das Auswirkungen auf den ganzen Körper. Und da reden wir auch dann nicht mehr nur vom Essverhalten. Dann schläft man meistens unruhig, man hat Einschlafstörungen, man isst oft zu schnell, man isst oft unachtsam und zu viel. Ja, vielleicht schlingt man sogar. Es gibt sogar Kunden, die mir oft erzählen, weißt du, ich schmecke das Essen manchmal abends gar nicht mehr. Ich esse einfach was, ich bin so todmüde. Ob ich jetzt nun das esse oder dies esse, das bekomme ich eigentlich von den Geschmacksnerven gar nicht mehr so mit. Und wenn es so ist, ist das natürlich alles nicht mehr gesund. Deswegen überprüfe einfach mal für dich, wie ist dein Stresslevel? Ist es hoch? Versuch ein bisschen gegenzusteuern. Fange klein an. Fange an zu meditieren oder auch Traumreisen zu machen. Und wenn du wieder mehr in die Entspannung kommst, wenn du dauerhaft es schaffst, dir einfach Pausen zu geben, den Körper so ein bisschen runterzufahren, dann tust du auf jeden Fall etwas für deine Gesundheit. Und das hat natürlich auch ganz positive Auswirkungen auf dein Essverhalten. Der nächste Punkt, wie du im Alltag gesünder leben kannst, ohne gleich die gesamte Ernährung umstellen zu müssen, ist Bewegung. Jetzt wirst du sagen, das hat ja gar nicht viel mit meiner Ernährung zu tun. Aber Bewegung und Essen, Bewegung und Hunger, Bewegung und Appetit, das gehört sehr stark zusammen und das liegt doch sehr stark beieinander. In der heutigen und schnellen Zeit bewegen wir uns einfach viel zu wenig. Es gibt natürlich Menschen, die regelmäßig Sport treiben, die ihren persönlichen Weg gefunden haben, sich etwas mehr zu bewegen im Alltag. Oder viele finden auch die Sportart, die ihnen Spaß macht. Viele fahren mit dem Rad zum Einkaufen und haben so ein bisschen einen Weg gefunden, wie sie sich etwas mehr bewegen. Weil wer sich regelmäßig bewegt, hält natürlich nicht nur seinen Körper gesund, sondern eine regelmäßige Bewegung verbindet dich ganz stark mit deinem Körper. Wenn du mehr mit deinem Körper verbunden bist, hat das natürlich eine große Auswirkung auf das, was du isst. Und das ist ein großer Faktor, der auch von vielen, vielen Menschen unterschätzt wird. Außerdem, wenn du dich etwas mehr bewegst, hast du natürlich einen erhöhten Kalorienumsatz am Tag. Und ich höre jetzt immer, ja, ich habe mal nachgeguckt, was eine kleine Radtour zu meinem Supermarkt an Kalorien verbrennt. Das ist doch nichts, da kann ich ja auch mit dem Auto fahren. Aber du musst das anders betrachten. Du musst nicht dieses eine Mal betrachten, wie viel Kalorien verbrauchst du, wenn du jetzt einmal zum Supermarkt und zurückfährst. Kommt natürlich auch darauf an, wo der Supermarkt ist, klar. Aber nehmen wir mal an, du fährst zum Beispiel einmal in der Woche eine Stunde mit dem Fahrrad irgendwo hin. Du machst eine Radtour, du fährst vielleicht mit dem Rad zum Supermarkt. Jetzt kommt es natürlich auch so ein bisschen drauf an, wie schnell man fährt und wie man Fahrrad fährt. Aber nehmen wir mal an, du machst das einmal in der Woche und verbrennst dabei ungefähr 200 Kilokalorien. Dann ist es auf das eine Mal gesehen vielleicht gar nicht so viel. Aber wenn du das einmal in der Woche machst, sind das im Monat schon 800 Kalorien, die du mehr verbrauchst. Und rechne das mal auf 3 Monate und rechne das mal auf das ganze Jahr. Es ist auf jeden Fall ein Mehr an Bewegung. Und es ist egal, was du tust, du hast einfach mehr Bewegung und dadurch lebst du schon einmal gesünder. Außerdem verbessert Bewegung die ganzen Stoffwechselprozesse im Körper. Ich drücke das jetzt hier einfach mal sehr oberflächlich aus. Wenn du für ein Mehr an Bewegung sorgst, ist das super, super wichtig und super gesund für deinen Körper. Und wenn dein Körper sich mehr bewegt, du etwas mehr Kalorien verbrennst, du etwas mehr in Bewegung bist, dann kurbelt dein Körper auch eher den Stoffwechsel an. Dann sorgt dein Körper auch mehr dafür, dass die Nahrung gut verstoffwechselt wird, dass die Nahrung gut aufgenommen wird. Also ein Mangel an Bewegung kann sich auch ganz negativ auf deine Ernährung auswirken. Das hängt einfach sehr nah zusammen, wie du natürlich auch weißt. Und deswegen ist Bewegung sehr, sehr wichtig. Geh also nochmal in dich. Gibt es vielleicht so Stellschrauben, an denen du drehen kannst, wie du etwas mehr Bewegung bekommen kannst, weil du tust deinem Körper und damit deinem Essverhalten was wirklich, wirklich Gutes. Dann ein weiterer Punkt, der mir auch sehr am Herzen liegt. Kaufe weniger und dafür sehr gute Lebensmittel ein. Wenn ich die Frage gestellt bekomme, Mensch, was kann ich denn mir noch Gutes tun für meine Ernährung? Wie kann ich meine Ernährung so ein bisschen verbessern? Dann denke ich ziemlich sofort auch an die Lebensmittelqualität. Weil es ist einfach wichtig, dass deine Nahrungsmittel eine gute Qualität haben und von guter Qualität sind. Das muss jetzt nicht zwingend Bio sein. Ich liebe persönlich biologische Nahrungsmittel. Ich bin ein großer Fan von Bio-Kaufen.
Aber jetzt mal etwas weg vom Bio. Ich finde es auch super wichtig, saisonale Lebensmittel zu kaufen. Damit tust du dir und deiner Gesundheit wirklich, wirklich etwas Gutes, weil wer saisonale Lebensmittel kauft, der versorgt sich meistens mit den Nährstoffen, die der Körper gerade jetzt zur Saison hin braucht. Weil die Natur hat sich wirklich was dabei gedacht, warum der Spargel im Frühjahr aus dem Boden kommt, dass die Birnen Anfang vom Herbst wie am Baum sprießen und dass die Erdbeeren einfach im Frühsommer oder im Hochsommer aus dem Boden kommen. Genauso ist im Winter Zeit für etwas mehr Kohlgemüse, für Knollengemüse. Das sind halt so die saisonalen Gegebenheiten. Nutze diese aus. Diese Nahrungsmittel sind nicht nur günstig, sondern versorgen deinen Körper auch mit den Nährstoffen, die er braucht. Deswegen, wenn ich von guter Nahrungsmittelqualität spreche, dann sind es auf jeden Fall auch saisonale Produkte. Und wenn man auch von Lebensmittelqualität spricht, kommt man an regionalen Lebensmitteln auch überhaupt nicht vorbei. Also an Lebensmitteln, die bei dir im Umkreis wachsen, die aus deiner Umgebung kommen. Das hat nicht nur den Vorteil, dass die Transportwege kurz sind, das heißt, du hast bestimmt ein sehr frisches Produkt auf dem Teller, sondern du tust natürlich auch was für die Umwelt und unterstützt die landwirtschaftlichen Betriebe in deinem Umfeld. Also wer seine Ernährung im Alltag verbessern möchte, der ernährt sich auf jeden Fall saisonal, wenn es geht, regional und natürlich auch biologisch, wenn es geht. Und wer im Alltag gesünder essen möchte, der kommt am nächsten Punkt überhaupt nicht vorbei. Und das ist, esse nur, wenn du wirklich, wirklich hungrig bist. Es hat oft sehr viele Gründe, warum wir essen. Und das ist nicht immer nur der Hunger. Manchmal sind wir emotional angeschlagen oder wir wollen uns belohnen oder wir haben irgendwas anderes in unseren Köpfen, warum wir essen. Natürlich essen wir auch aus Hunger, wir essen aber auch aus Langeweile, wir essen aus so, so vielen Gründen. Deswegen, wenn du ein Appetitgefühl bekommst oder ein Hungergefühl bekommst, check das erstmal für dich aus. Und ich finde auch, dass man nicht jeden Essensimpuls gleich nachgeben sollte. Oft ist es auch Langeweile, warum wir im Auto in die Tüte nebenan greifen, weil wir so auch kleine Momente der Leere manchmal füllen. Wenn ich manchmal im Auto denke, okay, jetzt könnte ich was essen, dann stelle ich oft fest, ich habe gar keinen Hunger. Es ist irgendwie ein Gedanke, ein Gefühl, was bei mir das auslöst. Also greife ich erstmal zur Flasche Wasser, nehme 2, 3 Schluck Wasser und dann ist das Gefühl eigentlich auch wieder weg. Natürlich ist es auch okay, in meinem Auto was zu knabbern und sich auch mal den Gelüsten hinzugeben. Das meine ich damit nicht. Aber prüfe, wenn der Appetit kommt oder prüfe, wenn der Hunger kommt, habe ich wirklich Hunger? Wann habe ich die letzte Mahlzeit gehabt? Muss das jetzt wirklich sein? Oder ist da jetzt ein anderer Grund, warum ich jetzt zum Essen greife? Weil man kann sich auch im Alltag angewöhnen, ständig zu essen. Weil es gibt immer einen Grund zu essen, weil man gerade Zeit hat, weil man eine Pause hat, weil einem langweilig ist, weil man was gut gemacht hat, weil man was besonders schlecht gemacht hat. Es gibt immer Gründe zu essen. Aber das ist natürlich auf Dauer für den Körper ganz schön belastend, weil er nie eine Pause bekommt. Und sind wir doch mal ehrlich, es gibt nichts Schöneres, als wenn man eine Mahlzeit bekommt, wenn man auch hungrig ist. Damit meine ich jetzt nicht, dass man die Nahrung rauszögern sollte, bis es gar nicht mehr geht. Um Gottes Willen, nein. Aber es geht darum, den echten Hunger vom Appetit zu unterscheiden. Oder es geht darum, wirklich Hunger zu verspüren, bevor man wirklich eine große Mahlzeit isst. Und es geht darum, so ein bisschen zu reflektieren, okay, warum will ich jetzt den Schokoladenriegel essen? Ist es jetzt, weil ich Langeweile habe oder weil es gerade so nett wäre oder habe ich einfach vielleicht lange keine Schokolade mehr gegessen und ich möchte das jetzt essen? Also du weißt bestimmt, was ich meine. Prüfe, ob du wirklich hungrig bist, denn nur hungrig ist dein Körper auch verdauungsbereit. Wenn du keinen richtigen Hunger hast und du isst eine größere Mahlzeit oder du isst sehr fettig oder sehr zuckerhaltig, dann ist das sehr mühsam und auch sehr belastend für den Körper. Und oft ist es auch so, dass wir durch ungesunde Snacks oder übermäßige Mahlzeiten, die wir nicht brauchen, sehr viele Kalorien zu uns nehmen, die wir auch nicht benötigen. Und das ist natürlich für den Körper überhaupt nicht förderlich. Du förderst damit das Wohlbefinden deines Körpers nicht. Du achtest somit deinen Körper auch weniger, denn er sagt dir Bescheid, wenn er Hunger hat. Und wenn du das regelmäßig missachtest, grätschst du da in die gesunde Ernährung total rein. Deswegen prüfe einfach für dich im Alltag,
Mensch, bin ich wirklich hungrig? Oder ist das jetzt wieder so ein Essen, was ich eigentlich mal ausfallen lassen könnte, wo ich eigentlich mal ein paar Schluck trinken könnte, weil vielleicht gibt es in einer Stunde was Leckeres, Richtiges zu essen? Ja, du merkst, es gibt viele Punkte, die du beachten kannst, um im Alltag so ein bisschen gesünder zu leben, ohne gleich deine gesamte Ernährung umzustellen. Vielleicht gibt es ein paar Punkte, die du demnächst einfach mal umsetzen oder ausprobieren möchtest. Vielleicht habe ich aber jetzt auch schon ein paar Punkte genannt, die du schon umsetzt in deinen Alltag. Und auch ganz wichtig, wenn du jetzt ein paar von diesen Punkten in deinen Alltag integrieren möchtest, dann mache das ganz, ganz langsam. Vielleicht suchst du dir erst mal ein oder zwei Punkte heraus, setzt die um und dann guckst du mal, wie es läuft und dann suchst du dir den nächsten Punkt heraus. Weil gerade wenn wir super motiviert sind, an unserer Ernährung zu arbeiten, neigen wir dazu, oft zu viel zu machen oder zu viel auf einmal zu wollen. Und das überfordert uns vielleicht an einem Tag nicht, aber an den anderen Tagen vielleicht. Deswegen gehe hier langsam vor, schnapp dir vielleicht erstmal so ein, zwei Punkte und schau mal, wie du das in deinen Alltag gut integrieren kannst. Ja, und das waren auch schon die Punkte, wie du im Alltag gesünder leben kannst, ohne gleich die gesamte Ernährung umstellen zu müssen. Ich hoffe, du konntest ein paar Punkte oder ein paar Informationen für dich rausziehen, die du gut gebrauchen kannst. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann lasse mir gerne eine positive Bewertung da. Noch mehr Informationen findest du in den Shownotes oder in der Infobox. Und falls du noch mehr Informationen über die gesunde Ernährung haben möchtest, dann abonniere einfach meinen Lady Landrand Newsletter. Einmal in der Woche versende ich den. Da gibt es super coole Informationen rund um die Ernährung, die ich auch nirgendwo anders veröffentliche. Also wenn du Lust hast, dabei zu sein, geh auf meine Webseite ladylandrand.tv und abonniere meinen Newsletter. Ich freue mich riesig, wenn du auch dabei bist. Und jetzt verabschiede ich mich von dir. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören und wir hören uns dann schon in der nächsten Woche. Bis dann und tschüss.